Damit auch jeder die Balloons kaputt machen kann. Bing, 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 money. Besser als jede Bananenplantage. Oh, das gibt viel Geld. 1000 wieder dazu. Jetzt haben wir natürlich die Präzision. Gönnen wir uns mal ganz fix. Können wir uns denn noch so schönes kaufen? Eisturm? Nee, lohnt sich jetzt nicht. Der lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Bombenturm auch nicht. Klebstoffschütze. Müsste ich da aber schon irgendwo hier hinknallen. Naja, gut, machen wir es so. Machen wir es so. Wenn wir jetzt einige beklebt. Ja, hat schon ein paar kaputt gemacht. 9 Stück. Zum Sloan später. Oh. Leichtes Geld. Kommt vielleicht noch Affenstall machen, kriegen wir noch 50% mehr. Haben wir noch nicht genug Geld? Kann man sonst noch machen? Wir könnten ein schönes Affenpflegers. Oh oh. Alles gut. Warum kommen die so schnell durch? Das gibt's doch gar nicht. Achso, 63 Runde, alles klar. Ich hätte nichts gesagt. Hab mich schon gewundert, ey. Warum die so schnell durchkommen? Das waren einfach unendlich viele gerade. So, eine Blumenfalle von voll noch und dann kann ich die Spukgestalt skillen. Bam! Ja, jetzt sollte keiner mehr durchkommen. Hoffen wir mal. Kann man sonst noch bauen? Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Eigentlich bin ich wieder mal wunschlos glücklich. Alle anderen Türme mag ich gerade nicht so. Und Wasser haben wir hier leider nicht. Also doch, die Affenstadt. Geld auszugeben, um mehr Geld zu scheffeln, alles klar. Und dann noch das Energieleuchtfeuer. Das Geld mit 14.000 Dollar, das aber auch nächste Runde wahrscheinlich zusammen haben. Je nachdem, wie viele Blumen in die Fallen reinlaufen. Und wenn das Affenflieger auch so weitermacht, dann wahrscheinlich nicht so viele. 21.700, hier haben wir, wo sind wir, 36.000, der hier vorne ist bei 35.000, ja, da hat das Affenflieger sie einfach schon mal überholt gleich. Ganz einfach. Jetzt kann es auch ein bisschen angreifen. Ein paar Balloons kaputt machen. Sieht ja noch ganz gut aus bisher. Für die letzten Runden brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr Sauger. Dann möchte ich den Rest jetzt einfach alles in Sauger investieren. Saugerinos, immer mehr. Wieder 1200 Dollar mit einem Mal. Schon krass.
63.000 Popcorns. Nicht übel, der hat auch schon 2500. Mehr als einige Sauger hier. Ich glaube, danach muss ich mal wieder Spezialmission machen. Und Plasma ist einfach so unglaublich stinklangweilig. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll immer. Und dann habe ich einfach alles gesagt, was ich sagen wollte. Und da gucke ich selber noch auf den Bildschirm. Und schaut zu, wie alle Bloons vernichtet werden. Aber wirklich viel fällt mir dazu nicht mehr ein. Money! Und immer noch 23.000 Dollar. New Money. Immer her damit. Gut, zwei Runden haben wir noch. Gleich mal auf den ersten volle Breitseite. Dann haben wir noch 15.000, 18.000 Dollar, 20.000, 21.000, 22.000. Ja, hier geht die Kohle hoch, oder? Brauchen wir keine Bananenplantagen. Die sind sowas von old. Heutzutage spielt keiner mehr mit Bananenplantagen, sondern mit Ingenieuren. Ich glaube, damit fahre ich eigentlich ganz gut, wenn ich hier alles sauge. Es kann nicht wahr sein. Jedes Mal in der letzten Runde verkacke ich's. Warum auch immer, weil der nicht das angreift, was er eigentlich angreifen sollte, und zwar die ersten. Muss ich dummerweise immer noch ein Dings mitnehmen? Das ist total nervig. Ich will eigentlich nicht mit Dings spielen. Das ist einfach eklig. So, und wenn ich jetzt noch verliere, habe ich immer noch 700 plus gemacht. Was, wenn ich mir so viel ist wie 1200? Aber immerhin noch ein bisschen mehr. Ja, ja, da ist irgendwas. Da ist irgendwas gewesen. Auf einmal sind so viele geplatzt. Und so viele frei gewesen. Na gut. Oh, 7 Münzen, stimmt. Das kriege ich auch noch. Nein, wieder, ja doch, Widerstandsstreifen, Tal des Todes, das ist ziemlich schwierig. Baumkron ist relativ einfach. Widerstandsstreifen ist auch nicht so schwierig. Gehe ich denn das an? Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir später. Stapeln ist nicht schwierig. Abschluss könnte nochmal eines der schwierigen werden. Teergrube ist die meiner Meinung nach schwierigste Map überhaupt. Hauptstraße ist einfach. Und Plutonium-Labor ist genauso einfach wie Hauptstraße. Also das ist wirklich die einzige Map, die ich mir... Ach, guck mal, die gibt es sogar nicht mehr, mehr Geld, sondern einfach nur scheiß Erfahrung. Ja, aber das werden wir uns halt, wie gesagt, später mal zu Gemüte führen. Erstmal war es gewesen mit einer weiteren Unplatzmission. Das nächste Mal gibt es wahrscheinlich wieder eine Zufallsmission, keine Spezialmission, eine Zufallsmission. Ja, damit, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Bloons. Bis denn, ciao.